Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Gartenrundgang. Der Gartenrundgang Mai ist dran und es wird wieder ein großer Rundgang, es ist wieder ein großes Update. Nicht ohne Grund, denn in meinem Garten ist wieder so viel passiert. Nicht nur die Natur weg, sondern ich habe weiter Gas gegeben in Sachen Beete. Im letzten Video ging es hier ja um diesen Bereich, wie ich das Beet angelegt habe. Und da konntet ihr mich begleiten. Da könnt ihr sehen, hab ein bisschen was reingefunden, aber an anderer Stelle ist komplett was Neues entstanden. Ja, hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, was die Beete angeht und unglaublich Gemüsepflanzen, Kräuter, was da jetzt gerade alles so geht. Eine riesen, riesen Freude. Die Sonne ist heute kein Wegbegleiter. Wer weiß, vielleicht im Laufe des Videos kommt da ein bisschen mehr. Werd aber jetzt nicht länger rumpalabern und direkt loslegen. Und da ich hier schon mal sitze, fange ich gleich hier vorne an. Den Vorschlag mit dem Kräuterbeet fand ich gar nicht so schlecht, deswegen habe ich hier auch so angefangen. Wird das Ganze aber lieber noch mit anderen Pflanzen kombinieren, die ich natürlich auch in der Voranzucht habe, dass das sich so alles ein bisschen sinnvoll ausgeht. Für die, die mich verfolgen und schon mitgekriegt haben, ohne Scherbe, mitgekriegt haben, was ich so in der Anzucht habe. Vielleicht habt ihr ja Tipps, was kann hier reinkommen. Gibt genug Sachen, da ist der Platz schon ja, fest zugewiesen, könnte man sagen. Aber es gibt ja ein paar Pflänzchen mehr und ich weiß nicht, passt hier sowas wie Chili rein, Paprika? Ich weiß ja nicht, das möchte ich auch Freiland machen, das bleibt nicht im Gewächshaus. Ansonsten möchte ich hier mal durchgehen. Habe extra die Schildchen da gelassen, das sind tatsächlich die einzigen Pflanzen, obwohl das ist die einzige, die ich gekauft habe, die über einen Gutschein. Ja, und hier vorne der Thymian, den habe ich ja aus dem Beet gerettet letztes Mal. Da vorne haben wir Knobigras, finde ich eine super spannende Pflanze. Es war auch ein bisschen größer, ist in einem anderen Beet noch ein bisschen was gelandet. Und hier an der Ecke haben wir einen winterharten Rosmarin. Blau, Moment. Blaulippe, genau. Ach, und das Weizhöchheim. Oder Veitshöchheim, genau, man sollte das anders aussprechen, hat mir ja jemand auch schön kommentiert. Also die Rosmarinsorten habe ich euch auch schon mal vorher an anderer Stelle gezeigt. Die sind jetzt hier reingekommen. Okay, nebenan, hier schau mal einer, guck, die Banane. Die Banane hat einen richtigen Schub gekriegt. Beobachte ich natürlich weiter, dass es, ne, nicht bei Frosttagen mal eine Überraschung gibt. Eisheiligen sind ja noch nicht vorbei. Nächste Woche ist es dann überstanden. Aber vorerst sieht das doch echt super aus. An der Farbe erkenne ich auch, dass sie schon ein bisschen nach Nährstoffen schreit. Also da werde ich mich dann auch zeitnah drum kümmern. Okay. Banane kommt dann in Zukunft mehr. Ja, was haben wir denn hier vom Bananenbeet? Ach, hier kann ich mich doch wunderbar hinsetzen. Das hält mich doch. Hier habe ich einen riesen Steinhaufen, so riesig man ihn nennen kann. Die Dinger habe ich aus dem Boden geholt. Denn als ich hier ankam und die Pacht übernommen habe, 2017 im Dezember war das so, hat sich schon herausgestellt, dass hier einmal in der Mitte ein Weg durchgeht. Hier werden wahrscheinlich auch noch, nee, ein Stückchen weiter da, auch noch Steine im Boden sein. Alles super Material, um Beete anzulegen, aber dazu dann ein anderes Mal mehr. Ja, wo fangen wir denn heute an? Ich möchte das ein bisschen anders gestalten als den letzten Gartenrundgang. Letzter Gartenrundgang war auch schon ein großes Update. Es ist einfach wieder so viel passiert, das ist ein großes Update. Ich fühle mich auch dementsprechend von der letzten Woche. Ich habe echt viel getan und freue mich auf ein tolles Wochenende voller Entspannung und Erholung. Ich sage euch das, ich könnte jetzt hier quasi im Sitzen wegnicken, so müde und kaputt bin ich gerade. Na gut, aber wo fangen wir denn mal an? Was meint ihr? Ich glaube, ich zeige euch erstmal, was Schönes hinter euch wächst. Ja, auf geht's. Hier wachsen die dicken Bohnen. Sieht das nicht toll aus? Aber ich freue mich, das ist echt super. Hier gibt es ja ein paar Lücken und in Lücken habe ich jetzt was eingepflanzt oder auch nicht. Ich weiß das gerade nicht. ja, ich gucke nicht so doof ohne Grund, denn hier habe ich Kapuzinerkresse reingemacht und ich befürchte, die Wühlmäuse haben mir das rausgeholt, weil die ist ja auch im Gewächshaus zu beobachten. Ich habe nochmal Mais ausgesät und die werden mir alle rausgemobst aus den Paletten. Und ich glaube, die, ja, auf Mais fahren sie ab und auf Kapuzinerkresse. Ja, Kapuzinerkresse soll hier zwischen wachsen, weil die dicken Bohnen, die ziehen auf jeden Fall nachher die Läuse an. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, kann man Kapuzinerkresse dazwischen hauen und die
zieht dann die Läuse an und der Kapuzinerkrasse, der macht das dann nachher überhaupt nichts. Bei einem dicken Boden ist das wohl anders, ja. Aber toll. Und gleich rechts noch, da sind wunderbar schon einige Kartoffelpflanzen zu sehen. Ich war ziemlich überrascht. Ja, und was ist zu sehen? Echt toll. Die Pflanzen kommen an vielen Stellen schon aus dem Boden. Eisheiligen sind noch nicht vorbei. Letztes Jahr hatte ich das, sind sie mir abgefroren, aber alles ist wieder nachgewachsen. Deswegen fand ich das nicht zu früh, die irgendwie in den Boden zu setzen. Ah, hier ist es ein bisschen abgeknabbert. Vielleicht auch erfroren. Wir hatten einmal 1 Grad. Ja, macht nichts. Die boxen sich hier auf jeden Fall durch. Wurde mal gefragt wegen Mulch, wie sieht das aus? Und ich glaube, das war auch unter dem letzten Gartenrundgang. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und hier könnt ihr sehen, die boxen sich durch, gar kein Problem. Und wenn man hier mal guckt, ne, also der Boden frisst das Gras. Echt toll. Ja. Hier ist genug Beikraut bei. Da muss ich dann natürlich beigehen, aber jetzt für den Moment noch nicht ganz so wichtig. Ich lasse das nach wie vor noch so liegen. Ich denke mal, da werde ich dann nach den Eisheiligen beigehen oder wenn es mich vorher dann halt schon juckt. Ich bleibe auch heute nur bei den Highlights. Also das, was ich schon gesehen habe, was jetzt nur so ein bisschen wächst und so nicht zeigenswert, das lasse ich heute mal weg. Ich habe ja gesagt, ich möchte die Gartenrundgänge ein bisschen abwechslungsreich gestalten. Und da waren wir bei den dicken Bohnen, bei den Kartoffeln. Da kommen sie tatsächlich auch schon, aber ganz wenig bisher. Aber bei den Erbsen sieht es gut aus. Da, guckt euch das an, sieht das nicht super aus? Also hier könnt ihr schon ganz toll erkennen. Die Erbsen. Da haben wir die Kichererbsen, da habe ich also verschiedene Abstände und ein bisschen rumexperimentiert. Das ist alles schön und kommen. Ich freue mich, das wächst. Und ja, dann gibt es noch 2 Überraschungen in diesem Beet. Oh, ich sehe gerade noch eine dritte. Na, vielleicht noch eine mehr? Nö. Ja, ich hätte mir auch eine bessere Kameraposition suchen können. Dann hätte ich hier durch können. Da haben sich ein paar Sonnenblumenwild ausgesät. Da vorne auch nochmal. Eindeutig Sonnenblumen. Und da vorne auch nochmal eine. Das wird auch eine von den dunklen. Das sieht man so ein bisschen an den Rändern. Das freut mich ganz besonders. Sonnenblumen wurden ja auch ordentlich weggefordert dann halt von den Mäusen. So, dann direkt dahinter habe ich den Currystrauch eingepflanzt. Auch noch Schildchen dran gelassen. Das habe ich übrigens gemacht für diesen Gartenrundgang oder für nächste kommende. Damit das auf Video aufgefangen ist, dann kann ich die Dinger wegpacken und was ich vergesse, das kann ich übers Video dann wieder nachvollziehen oder für alle, die aufgepasst haben und mir dann weiterhelfen. Ja, hier haben wir ja die Pimpinelle Wiesenknopf, hier haben wir Knoblauchschnittlauch, das war alles schon drin, auch die Minze. Echt wunderbar, ich habe 3 verschiedene Minzen gestern probiert, um auch mal ein bisschen diesen Geschmack. Oh, das ist jetzt ein Mix aus allem Möglichen. Das hat sich gerade kombiniert. Herrlich. Ja. Am meisten der Currystrauch. Echt toll. Tolles Gewächs. Also ich bin mal gespannt, wie groß das wird. Vielleicht habe ich das schon zu dicht gepflanzt. Hier soll das sein, was hier so steht und sich ein bisschen breit machen. Vielleicht kommt hier vorne nochmal eine Physalis von alleine. Wer weiß. Hier ist ja einiges ins Beet gegangen. Ja, toll. Schön. Das freut mich ganz besonders. Ja, und hier echt der Hammer, ne? Also guckt euch das an, der Mangold, der ist schon wieder riesig. Echt toll. Schon genug da zum Abgeben. Knoblauch entwickelt sich auch super. Bekommt in der Mitte, denke ich, noch Erdbeeren. Dann möchte ich das wieder ein bisschen kombinieren. Das sind super Pflanzpartner. Dementsprechend bin ich im ganzen Garten jetzt auch bei, zu gucken, was gut zusammenpasst. Habe mir auch schon eine Liste gemacht, habe ich jetzt nicht dabei. Da hat sich noch ein Lolo Rosso, da auch einer rein verirrt. Ja, das sind immer so Pflänzchen, ne? Das hole ich dann einzeln raus. Ja, tolle Entwicklung hier. Und mal ehrlich, guckt euch den Spinat an. Hat der nicht Gas gegeben? Wie toll sieht das denn aus? Echt begeistert. Ja. Hier sehe ich ein bisschen Nährstoffe, kann er nachher noch wieder haben. Aber ansonsten ist das hier echt saftiges, schönes Grün. Ja, herrlich. Da bin ich echt gespannt. Sorte habe ich gerade nicht im Kopf. Ich habe ja verschiedene Sorten. Ah, vielleicht kommt so auch die Farbe zustande. Ja, hier sind ein bisschen pfeilförmiger die Blätter, bei dem anderen hier vorne eher rund, habe ich das Gefühl. Kann mich auch irren, vielleicht ist es bei allen so. Ja, aber Spinat sieht echt super aus. Wow, und hier vorne, da habe ich richtig Freude dran, weil auf diesen Salat habe ich gewartet. Toller Salat, Neckarriesen. Das ist der Hirschhirnwegericht, der sieht so aus, als ob er sich aussahen will. Der Bereich wird bald gerupft. War nicht ganz mein Fall, dieser Salat. Aber ab und zu habe ich da auch mal dran geknabbert. Aber
Der wird von alleine wahrscheinlich wiederkommen, werde ihn ansonsten rausreißen und selber jetzt nicht zu den Pflanzen zählen, die ich mir jetzt unbedingt wiederholen muss. Ne? Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Na, das sieht ja. Ach nee, das ist mein Fußabdruck. Sehr schön. Ja, und irgendwie ist hier Salat zwischengekommen. Ja, das kann nicht der gleiche sein. Das ist irgendein Pflücksalat aus den letzten Jahren. Ja, kann aber auch Saatgut sein, was ich da vorne mal ausgesät hatte, was hier rüber geflogen ist. Das kann auch sein. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Kommt auf jeden Fall woanders hin. Ein guter Partner beim Salat wird bei mir sein, und zwar bei den Buschtomaten in einem anderen Beet. Werde ich die zwischensetzen. Das mal ausprobieren, habe ich ja auch noch nicht gemacht, Salat und Tomaten. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja. Und hier war eigentlich überall auch noch Porree angedacht, aber so viel ist da nicht zu sehen. 1, 2, 3. Ja, und beim Rest keine Ahnung. Ich lasse das einfach wachsen. Deswegen hier mache ich noch gar nicht weiter frei. Das warte ich einfach mal ab. Ja, und im Hintergrund habt ihr schon ein bisschen Spinat sehen können. Soweit ist der jetzt. Ist tatsächlich kein Feldsalat. Irgendwas habe ich da verkehrt gemacht, habe ich gedacht. Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist tatsächlich eine Packung gewesen, auf der Feldsalat stand. Aber von privat weiter an mich verschenkt. Von daher, da wird irgendwas verdreht gewesen sein. Ja, aber toll. Kommt so in einem anderen Rhythmus dann nach dem anderen Spinat. Und hier blüht das. Ist das nicht schön? Ich freue mich. Ein bisschen was für die Insekten, ein bisschen was für mich. Blätter zum Naschen, nee, diesmal nicht, diesmal lasse ich sein. Ja, und den lasse ich noch so ein bisschen stehen und ja, in dem Bereich hier auch, in dem, hier kommt dann Kohl rein, wieder Rosenkohl und noch eine zweite Kohlart. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, ich habe ja verschiedene zur Auswahl, Weißkohl, Rotkohl, Blumenkohl, Brokkoli, obwohl das ist noch eine Frage, wie die noch nachwachsen, das braucht noch ein bisschen Zeit. Kohlrabi kommt an anderer Stelle. So, eins habe ich noch vergessen im Kiholbeet. Das hier ist schon eine Zucchini-Pflanze. Sehr früh. Bitte wartet damit. Macht es mir nicht nach. Das ist nur ein Experiment. Also ihr könnt mir das natürlich schon nachmachen. Aber vom Wetter her ist das natürlich noch ein Risiko. Ne? Also das ist nur ein Experiment, wollte ich euch nicht vorenthalten. Und hier wächst der Asiasalat. Schön und fröhlich vor sich hin. Super schöne Farben, wie ich finde. In einem anderen Beet ein richtig kräftiges Lila. Echt so schön. Das wollen wir vom Kiholbeet und dem Tortenbeet daneben, was man ein bisschen Liebe braucht, weitergehen. Hier rüber. Hier passiert nämlich ordentlich was. Das war ein bisschen Arbeit, gehörte zu den Beeten, die ich freimachen wollte. Also das hier lag noch an, hier hatte ich Kompost, hier war auch einiges an Leben drin, echt toll. Ja, also hier ist noch nichts Neues drin. Das ist Beetvorbereitung für die Pflanzen, die dann aus der Voranzucht kommen. Und hier vorne in dem Beet, hier ist ja überall was Blumenmäßiges reingekommen. Da sieht man auf jeden Fall echt sehr viel Aktivität. Aber hier ist immer noch Salat zwischen. Ne? Richtig viel. Das locker 100 Pflanzen. Ja. Das war so nicht geplant. Aber ne? Hätte ich mit rechnen können. Ja, das entwickelt sich alles prächtig. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ja, der Knoblauch hier wird langsam wieder von der Quecke erobert. Hier auf der Seite wird es wieder dicker. Gehört aber alles noch zum Plan. Ich bin ja bei und mache so ein bisschen die Beete fertig. Was ich meine, das konntet ihr auch noch nicht sehen, das verbirgt sich quasi direkt hinter euch. Und aber bevor ich dahin komme, ey, sieht der Knoblauch nicht toll aus. Ey, der sieht Hammer aus. Ich bin echt happy, weil hier sind ein paar noch richtig mit dem Schub hinterhergekommen. Das sieht echt toll aus. Und der Boden ist definitiv ein bisschen lockerer, ein bisschen fluffiger. So viel Beikraut gibt es hier nicht. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ach, wie schön. Ja, und die Ecke da vorne, stehen noch ein bisschen Salate. Das werde ich dann hier auch rausholen. Und an der Stelle kommt irgendwas anderes rein. Vielleicht finden auch noch ein paar Erdbeeren rein. Wer weiß, wer weiß. Herrlich, Knoblauch läuft echt gut. Okay, wow, Pflaumenbaum sieht auch super aus. So, und jetzt kommt das eigentliche Highlight, wie ich finde, meiner Beete. Denn das Ding, das hat richtig Zeit verschlungen. Anfangs war es ein Angang für mich, da habe ich gerade erst von Gartenarbeit geredet. Da war es ein Tag für mich dann auch mal so. Habe mich davon aber befreien können und somit ist ja über sehr viel Arbeit dann dieses Beet entstanden. So, beim Kameraperspektivwechsel umstellen haben sich nervige Geräusche dazu gesellt. Auf jeden Fall bringt der Tomat mich gerade raus mit meiner Konzentration. Aber so ist das, ne? Wo gehobelt wird, da fallen Späne, das gehört dazu.
Ja, ein riesen Beet. Wie viele Meter sind's? Ja, das hat schon so eine Länge von 4 Metern. Das Ganze war ein bisschen aufwendiger, da vom Gartentor hier so ungefähr die Breite. Moment. So. Ein bisschen mehr noch. Bam! Ein Steinweg durch meinen Garten geht. Und deswegen auch die Steine, die ich euch schon gezeigt habe, die habe ich dann hier aus dem Bereich rausgeholt. So viel waren da echt noch im Boden. Und ja, ich musste das Ganze befreien aus den Händen der Quecke und ja, Klee und so weiter gibt es hier auch zwischen. So mit den Händen hochgezogen. Hier kann ich es euch zeigen. Ne, super, jetzt ging es leicht. Aber ihr könnt es schon sehen, ne? Also vieles kriegt man mit der Hand so gar nicht hochgezogen, da muss man mit dem Werkzeug bei. Und was kommt hier Schönes rein? Das Ganze soll ein Indianerbeet werden, deswegen stehen hier auch schon die 3 Töpfe. 3-mal Kürbis, Mais drumherum in einer Doppelreihe und dann sollen da die Bohnen hochranken. Das Ganze heißt Indianerbeet, Aztekenbeet, Milferbeet oder so ähnlich heißt das auch noch. Na Thomas, da wird, ja, das wird auch wachsen hier. Bla bla bla. Was bla bla bla? Ja, Pflanzen. Was pflanzen? Sonnenblume. Noch nicht. Noch warten. Wurzeln. Radieschen. Nee, nicht hier. Ja, Wurzelradieschen, aber an anderer Stelle. Ganz genau. Ich pflanze Mango. Mangold? Ja. Ah, schön. Willst du noch mehr Mangold? Nee, da haben wir. Gelb. Du hab ich? Ja, willst du haben? Ja. Ja, warte. So, ich muss jetzt mal kurz raus. Moment. So, der liebe Thomas kriegt von mir jetzt noch ein bisschen Mangold. Den Rainbow. Ist das schön, wenn ich ein bisschen Farbe unter die Leute bringen kann. Hier. Was ist das denn? Das kennt er gar nicht. Rote Gelbe. Ja. Ja, mach das mal. Gut. Jetzt bin ich ganz rausgekommen. Wo war ich denn stehen geblieben? Indianerbeet, Aztekenbeet. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich habe zu Anfang meiner Videozeiten auch mal den Tipp gekriegt. Lars, Indianerbeet, das wäre was für dich. Und ihr habt recht, wer auch immer das noch gesagt hat, ich weiß das nicht mehr. Echt toll. Also hier hat sich das auf jeden Fall gelohnt, auch die Steine aus dem Boden zu nehmen. Das erklärt auch, warum der Mais hier vorne nicht so wirklich tief wachsen konnte. Ne? Also wenn es begrenzt ist, dann geht es auch nicht wirklich weiter. Dann beim Grasodenhochbeet dann nochmal. Oh, das gibt's ja nicht, da sind ja schon Radieschen dran. Guck mal. Oh, wow. Ich bin ja überrascht, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, die braucht noch ein bisschen. Guckt euch das an. Schön. Ja, Radieschen, Möhren, was hier immer noch drin war, die Reihe habe ich vergessen, das weiß ich nicht mehr so ganz. Ich habe aber auch altes Saatgut ausprobiert. Oh, wie schön, die sind so toll. Ich sag euch das, die sind so lecker. Eistapfenradieschen, packt euch die in den Garten, echt. So ein schönes Gewächs. Und zu easy, das ist echt der Hammer. Wow, schön. Ja, das gibt Ernte, ne? Also bei mir ist jetzt schon einiges in Gang, was Ernte angeht. Ich werde mir das, denke ich, auch teilen. Wie immer. Na gut, sieht das nicht schön aus? Der Beinwand macht sich hier richtig breit. Ich mag diese Farben und ja. Auch wenn die Blätter jetzt nicht so die Handschmeichler sind, ist das doch schon so, dass mich das fasziniert. Ja. Hier habe ich gerade eine Biene gehört. Wo ist sie denn hin? Hallo? Da. Aha. Hier, da ist sie. Hallo? Ja, das sind so die kleinen Wunder. Ich lasse mich ja gerne ablenken. So, ist weitergezogen. Ja, bei dieser Pflanze möchte ich noch was dazu sagen. Beim letzten Gartenrundgang habe ich die auch schon gezeigt und habe gesagt, die Blätter kann man essen, die Wurzeln für Salbenherstellung. Das ist nach wie vor noch so. Ich habe nochmal recherchiert, ob so ist, ob man die Blätter essen kann. Weil ich habe einen Kommentar mit dem Hinweis bekommen, auf keinen Fall essen. Das ist nicht ganz richtig. Man kann es auf jeden Fall essen, aber man sollte nicht zu viel davon konsumieren. Also nicht wie normalen Spinat da irgendwie Riesenmengen oder Mangold in einer Pfanne und dann das wird schief gehen. Passt da bitte auf, ihr seid erwachsene Menschen. Und ja, ich sage immer, die Menge macht das Gift, in kleinen Mengen gar kein Problem. Ja,
Das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Gut, das kann ich euch dann nochmal zeigen. Ah, wir hatten noch den Asiasalat mit einer wunderschönen Farbe. Das fällt mir noch ein. Da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu den Jungpflanzen zeigen. Also ich werde noch zum Schluss, denke ich mal, einmal rübergehen ins Gewächshaus und euch zeigen, wie es da mit den Jungpflanzen aussieht. Der Apfelbaum sieht wunderschön aus und ich habe noch einen tollen, ja, Sperrmüllfund. Kann ich diesmal nicht ganz so sagen, aber ich glaube doch. Denn von lieben Nachbarn hier ja, zur Entsorgung freigegeben, hat mich dann ein wunderbares Stück erreicht. Ich freue mich da ganz besonders drüber. Ist für mich so ein kleiner Tisch erstmal geworden, aber mal gucken, was ich damit dann noch anstelle. Ist das nicht schön? Guckt euch das an. Überall Blüten, sieht wunderschön aus. Ich werde euch gleich auch noch ein paar Nahaufnahmen machen. Ich rechne doch mit dem einen oder anderen Apfel, aber wie gesagt, Eisheiligenzeit ist noch nicht vorbei. Und deswegen, ja, aber es ist echt eine Freude. Es ist ja irgendwie, für mich war es ein mutiger Schritt, hier beizugehen. Ich habe auch lange, lange gewartet mit dem Apfelbaumschnitt. Da ist ordentlich was runtergekommen, aber was da jetzt an Freude zurückkommt, der Baum sieht super aus. Es sieht echt schön aus, überall die Blüten, ja, und die Blätter. Echt richtig schön. Oh, ich höre hier schon wieder den Klang von Insekten. Du bist kein Insekt. Da. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Und sie sieht hier überall am Baum aus. Da. Wunderbar. Och, ich erfreue mich dran. Der wird eine richtig schöne Form kriegen. Nachher bin ich mir sicher. Und die ganzen kranken Sachen sind raus. Und dann guckt euch diesen Farbton an. Der Asiasalat Red Giant. Oh, hier ist eine. Schau mal, einer guckt. Da war gerade eine Erdhummel. Da auch. Wunderschön. Ah, was für eine Freude. Ah, mein Baum, der wird schön grün. Also hier gibt es schon jede Menge Blätter. Das habt ihr auf meinen letzten Videos noch nicht sehen können. Hier hinten bin ich auch in letzter Zeit nicht so oft gewesen. Ich habe meine Prioritäten auch nach vorne verschoben gehabt. Also von vorne hierher arbeiten. Hier hinten, das ist immer als letztes dran, Vergnügen, wie auch immer man das sehen möchte. Ja, und da hängen die Hängematten. Da vorne ist mein Sperrmüllfund und da gehe ich jetzt hin. Mach ruhig weiter, lass ihn nicht stören. Ja, das schöne Stück hier ist eine Holzrahmen und ich finde ein total schönes dekoratives Element in meinem Garten. An dieser Stelle ist es jetzt erstmal hingekommen und dient mir als Tisch neben meiner Hängematte. Aber ja, ich glaube, da, sowas kriegt man auch nicht so oft. Hier ist der Holzwurm drin, es vereinzelt irgendwo auch Morsch, genau da. Und die Dinger sehen auch von unten nicht mehr so am besten aus. Aber vielleicht ist der Ort hier jetzt gar nicht so schlecht erstmal. Unter den Bäumen schön geschützt. Und ja, das wird seinen Zweck und seinen Endort dann irgendwann mal kriegen. Mal gucken. Toll. So, und bevor wir jetzt rübergehen, möchte ich euch das noch zeigen. Denn das ist Totholz. Ja, wie soll man sagen? Flieder, Holunder. Jetzt habe ich schon vergessen, wie man das bei uns oben sagt. Und hier sind noch Judasohren, vertrocknete, zu erkennen. Und somit geimpftes Holz, das ich dann ja, über Herbst, Winter dann nachher bis ins Frühjahr rein dann irgendwann die Judasohren habe. Ja, ich hoffe, das ist ein Standort, den der Pilz mag. Aber rein dekorativ finde ich das schon ganz schön. Und ja, aus dem Garten war es das und wir flitzen jetzt noch rüber ins Gewächshaus. Ach, ganz vergessen, hier unterm Apfelbaum, das Beet habe ich auch schon angefangen frei zu machen. Hier vorne möchte ich ja ein bisschen noch was wegfräsen. Hier ist auch noch ein schöner fetter Stein. Bestimmt an anderer Stelle auch noch andere. Ja, damit man hier besser durchkommen kann. Und hier in dem Beet möchte ich ja die Zucchinis nachher wieder hin haben. Das war ein guter Ort für die Zucchinis, da habe ich auch sehr viel Freude dran gehabt. Aber ist noch nicht ganz fertig, das zeige ich euch ein andermal. Gut, rüber. Und wegen rüber, ich habe schon wieder was entdeckt. Wow. Guck mal, hier wächst ein Pilz. Mit Sicherheit giftig. Ja. Ich zeige euch den mal vom Nahen. Keine Ahnung, was das ist. Ein spannender Pilz. Wenn das einer von euch weiß, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ist nur zu wissen, wäre sehr interessant.
Inkarnatklee blüht auch, wunderschön. Und hier haben wir sogar noch Magiekraut. Da zeichnen wir euch ein andermal. Ach, wie schön. Jetzt ist es doch ein bisschen wärmer noch geworden, das freut mich. Für den Garten ein bisschen entspannter. Vorhin war es auch noch deutlich windiger. Ja, ab zu den Jungpflanzen. So sieht das jetzt aus. Der Bereich ist noch meiner, da habe ich noch was stehen. Da unten, das gehört auch zu mir. Ja, und das kurz und knapp für euch einmal. Kommt mal ran. Das sind dann die Zuckerbusch-Tomaten. Und ja, da hinten habe ich die Tomate, die frühe Martina. Also nicht die frühe Martina, die frühe Tomate Martina. Also die 8 hier hinten links. Und dann haben wir Physalis, Artischocke, Jalapeno, Chili. Jalapeno ist dahinter versteckt. Und hier rechts auch nochmal die Andenbeere. Oh, direkt daneben haben wir Zucchini und Kürbis. Nur Störgeräusche heute, echt schlimm. Schmales Nervenkostüm heute, wie es aussieht. Ja, da habe ich ohne Ende Sachen noch ausgesät. Mal gucken, was da noch kommt. Die Wühlmäuse waren dabei. Kräuter kommen auch ein paar. Kann ich mit zufrieden sein. Das mit den Tontöpfen mache ich aber nicht wieder. Dann hier ein neuer Versuch, Mais auszusehen. Auch die Wühlmäuse alles rausgeholt. Ja, da muss ich mir was anderes überlegen. Hier dann auch nochmal ein Schwung einzelner Tomatenpflanzen. Sieht super toll aus. Alles verschiedene Sorten. Ich glaube, eine Zuckerbusche ist da nochmal irgendwo zwischen. Mais sieht auch toll aus. Fehlt es aber an Nährstoffen. Macht aber nichts. Das ist soweit okay. Hier Salate, Zuckerhut und ja, wieder Zucchini und so weiter. Achso, da hinten ist noch die Luffergurke gleich zweimal. Ja, das darf ich euch nicht vorenthalten. Eine Paprika auch noch. Da könnt ihr es auch sehen. Ich hatte nachgepflanzt. Ja, gegen die Wühlmäuse keine Chance. Die sind wahrscheinlich angefüttert und ja, hat keine Aussicht mehr auf Erfolg. Also insgesamt, ich bin sehr zufrieden, wie sich das alles entwickelt. Auch wenn die Wühlmäuse ein bisschen bei waren, mein Gott, also es ist halb so schlimm. Alles andere steht einfach super da und der Garten entwickelt sich toll. Kein Problem. Also das, ne, dann haben sie halt ein bisschen Mais vorhin gekriegt. Das Loch habe ich da unten noch entdeckt. Mir ist eingefallen, drüben im Mini-Gewächshaus habe ich auch noch ein paar Pflanzen. Und da möchte ich hinhüpfen, bevor ich dann Richtung Ende des Videos kommen. So, ein paar Pflänzchen dürft ihr vermisst haben. Hier haben wir noch Kräuter und auch eine Paprika zwischen, Gurke, Zitronenverbene, dann Ananasminze ist mir noch über den Weg gelaufen, Kohlrabi, Prunkwinde, noch ein paar Tomaten wachsen auch super. Hier vorne habe ich dann auch nochmal Rotkohl und so weiter drin, aber da dann ein anderes Mal mehr. Oh, das wird das richtig schön geworden. Ich finde es gerade auch echt mega warm an dieser Stelle. Also die Haut, die brennt schon ein bisschen. Ich habe ja auch dicke Klamotten an, ich weiß. Wie immer, aber so warm soll es heute nicht werden. Aber jetzt für den Moment ist es richtig, richtig schön. Ich werde das noch ein Momentchen genießen. Meine 7 Sachen packen und dann nach Hause düdeln, denke ich. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Beim nächsten Mal, so habe ich es mir vorgenommen, ich hoffe, das wird was. In einer Woche dann ein Video, was nach den Eisheiligen passiert. Dann kommt nämlich ja, die große Pflanzzeit. Die ganzen Pflänzchen, die wollen in die Erde. Ich habe schon so eine riesen Vorfreude. Das ist einfach so eine schöne Zeit. Also da könnt ihr euch auf was freuen. Auch überhaupt, was hier alles so wächst. Das wird ein Hammerjahr. Ich finde das ja, nochmal deutlich intensiver als letztes und vorletztes Jahr. Ja. Aber meistens ist es in der Gegenwart ja sowieso so. Ne? Die Erinnerungen, die rücken immer weiter nach hinten. Und ja, was dann ist, bleibt der Moment. Das ist ja auch das Wichtigste. Die Vergangenheit kann man nicht beeinflussen. Die ja, Zukunft nur bedingt. Aber kontrollieren können wir im Grunde genommen nichts. Was uns bleibt, ist halt den Moment zu genießen. Und das mache ich jetzt hier. Und tanke noch ein bisschen Energie. Schlafe hier vielleicht im Sitzen nochmal eine Runde ein. Oder verkrümmel mich nochmal in die Hängematte. Bisschen akklimatisieren. Hier ist richtig Leben in der Bude. Vögeln, Hummeln, Bienen, sonstige Insekten. Aber die Vögel, die hört selber, das ist so schön. Wer war denn das? Man sieht die Vögel hier immer ihre Kreise fliegen, das ist total schön. Oder mal von Zaun zu Zaun.
So, ich glaube, ich schlafe erstmal eine Runde.